Herr Stieger, der Vormittag des Prozesses gegen Ihren Mandanten rund um die Ermordung von Jasmin W. ist nun in die Mittagspause gegangen. Der Vormittag ging damit vorüber, dass der Ihr Mandant noch einmal den Ablauf der Tat und die Vorgeschichte geschildert hat. Es wurden nun auch die ersten Zeugen vernommen und auch der Gerichtsmediziner hat sein Gutachten bereits abgegeben. Kurzes Resümee Ihrerseits, wie ist der Vormittag aus Ihrer Sicht verlaufen? Der war an und für sich erwartungsgemäß, meiner Ansicht nach. Wir haben, wie Sie bereits richtig gesagt haben, den Gutachter gehört. Der hat ihn noch einmal dargelegt, wie es tatsächlich zu den tödlichen Verletzungen und zum Tod des Opfers kam. Und in weiterer Folge haben wir natürlich die Einvernahme meines Mandanten gesehen. Und das war natürlich sehr beeindruckend aus meiner Sicht, weil er durchaus einen bis dato sehr glaubwürdigen Eindruck hinterlassen hat, dass er auch in die Tat sehr mitnimmt. Was im selben Atemzug natürlich gesagt sein muss, ist, dass die Tat nicht beschönigt. Das steht über allem. Das habe ich auch anfangs bereits erwähnt. Die anderen Zeugen, die einvernommen wurden, Nachbarn, Mitbewohner in dieser Wohnanlage, konnten erfahrungsgemäß nichts zum Vorfall an sich beitragen und somit waren diese Aussagen meiner Ansicht nach komplett für Katz. Mhm. Ihr Mandant hat jetzt immer wieder betont, dass er sich nicht mehr genau erinnern kann an den Tatablauf. Er hat auch widersprüchliche Aussagen gegenüber der Polizei gemacht. Es gab insgesamt drei verschiedene Versionen, die heute verlesen wurden. Wie erklären Sie das, oder dass Ihr Mandant offensichtlich keine Erinnerung an die Tat hat? Sie müssen sich das so vorstellen, dass diese Tat auch für ihn sehr schrecklich war. Das, noch einmal gesagt, soll es nicht beschönigen, aber das war auch für ihn eine nicht alltägliche Situation, um es verständlicher zu machen. Er hat sich danach versucht, das Leben zu nehmen und diese Verzweiflung sieht man ja eigentlich, was das mit einem Menschen ausmacht. Er hat sich 6-mal in die Herzgegend mit einem Messer stechen wollen und das hat er auch getan und hat auch sein Herz verletzt dabei und wäre an und für sich, so zu Gutachter ausgeführt, auch gestorben, wenn er nicht sofort notoperiert worden wäre. Die erste Einvernahme hat dann im Spital bereits in der Aufwachstation stattgefunden. Und dort hat er eine Version von sich gegeben. Sie müssen sich vorstellen, was der Medikament in sich gehabt hat. Dies war einmal die erste Einvernahme. Die zweite Einvernahme, ab der ich dann schlussendlich dabei war, war ebenfalls im Landeskrankenhaus in Feldkirch. Dort ist er einvernommen worden und wurde im Zuge dieser Einvernahme unfähig, weil er nämlich so unter diesen Eindrücken noch gelitten hat, dass er medikamentös behandelt werden musste. Auch hier war ärztliche Hilfe dann angesagt und auch hier wurde die Einvernahme dann abgebrochen. Die dritte war wiederum in einem Krankenhaus, nämlich in Rankweil. Und auch dort stand er unter starken Medikamenten. Dass auch so eine Situation der Körper, der Mensch an sich verdrängt, das wissen Psychologen, die solche Vorfälle bereits schon öfters begutachten haben und dass man sich deswegen nicht mehr an diese Details erinnert oder vielleicht der Körper einen Selbstschutz erzeugt und das nicht mehr erinnern wollen, doch in den Vordergrund drängt, das glaube ich macht es verständlich, wieso es hier in Anführungszeichen mehrere Versionen gibt. Letzte Frage noch, Ihr Mandant hat einen sehr angeschlagenen Eindruck heute vor Gericht gemacht. War das schon im Vorfeld so oder ist das jetzt heute auch dem Prozessauftakt zugeschuldet? Ja, das ist eine Wellenlinie. Es war am Anfang ganz miserabel schlimm und wie gesagt, auch da waren Einvernahmen absolut nicht möglich. Wir waren fast jetzt wieder so weit. Er hat sich bis, würde mal sagen, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, von einem halben Jahr, dass ich in Anführungszeichen halbwegs gut erholt gehabt, je näher die Verhandlung allerdings kam. Umso schlechter wurde sein Gesundheitszustand wieder, aber da muss er durch, das ist ganz einfach. Da wird es nichts geben, dass er sich da dieser Verantwortung entzieht, das weiß er und da wird er auch durchbeißen. Aber natürlich, das belastet ihn natürlich. Danke. Merci.